wieder. Wir sind jetzt woanders von der letzten Folge. Ich habe eine Pause gemacht. Also heute ist immer noch der 15.05.2024. Ich habe nur eine kurze Mittagspause zwischendurch gemacht. Bei Gott, ich liebe Instant-Nudeln, wenn das jemand mal wissen möchte. Die Dinger sind zu lecker. So. Wir sind in der letzten Questreihe von den Spitzen von Ark gekommen. Wenn der Rabe den Tag verschlingt. Das wird wahrscheinlich die meiste Zeit dauern. Die Ausgestoßenen sind nicht die einzigen verfluchten Avokar, die in Ark die Stellung halten. Ein Mittelfeldkult ist entstanden, der Kalul, meinen Gefährten und Hüter meiner Brut verehrt. Die Jünger dieses Kults gelten als ziemlich eigenartig. Nichtsdestotrotz werden sie die Ausgeschlossenen ihre Hilfe brauchen. Ohne die Flügel der Raben wird Ishkars Kampf gegen die Spitze kaum Aussicht auf Erfolg haben. Nehmt diese Federn und legt sie in den Grabenkorb südlich von hier. Die sogenannten Grabensprecher werden bestimmt davon Notiz nehmen. Dann machen wir das mal. Ihr gehört nicht zum Schwarm, aber dennoch bringt ihr eine beeindruckende Fähigkeit. Ein junges Geschenk für die Rabenmutter. Für den Augenblick habt ihr meinen Neugier geweckt. Ja, sagt mir, was führt euch zu uns? Ah, ihr seid gekommen, um die Wahrheit zu erfahren. Zuerst müssen wir eure Hingabe auf die Probe stellen. Müssen ja. Auf zur Rettung? Im Pergament des Staubes steht geschrieben, lasst die Federlosen einander kämpfen. Auf dass unsere Krallen unfleckt bleiben. Das oberste Rabensprecher diese Tage vorgesehen hat, zeigt uns wieder, wie weise er ist. Auf dem Hügel im Westen lebt eine große Bestie, bekannt als Steinschuppe, die einen Unsingen entführt. Trotz zahlreicher Versuche, ihn ist uns nicht gelungen, die Bestie zu besiegen. Geht um Beweis durch, indem ihr die Bestie schlagt und Tele rettet. Erfüllt euer Schicksal im Namen der Rabenmutter. Klingt nach einem Plan. Komm, Michael, Lucifer. Bringen wir diese Bastarde um. Ein Dino. Der muss dann aber von der. Der muss dann aber von unserer Planeten rund mitkommen werden. Zunächst verschwinden hat im Schwarm große Trauer. Tick mit wahre Wetterfreund. Ruhe über deine Rückkehr. Die Akoliten haben deine Geistigmüsse nach abendlichen Gebeten alle vermisst. Sieht wieder zu euch. Ja, nun eure Prüfung erledigt ist, habt ihr die Anforderungen des Pergaments des Staubs erfüllt. Ja, ich wusste, ihr würdet würdig sein. In den Schriften des Glaubens steht geschrieben, dass in einer Zeitkrise große Zweifel aufkommen. Doch alles wird, wie es werden soll, wenn wir nur auf die Rabenmutter vertrauen. Kommt, ihr müsst zum obersten Rabensprecher. Kommt, ich bringe euch zum obersten Rabensprecher. Kommt zum perfekten Zeitpunkt unsere. Ja, schon bald wird die Rabenmutter selbst entstoßen. Die Flüstern der Raben. Achso, der oberste Rabensprecher, es ist jemand Fremdes zu uns gekommen. Genau wie es geschrieben steht. Das Flüstern der Rabenmutter möge sie gesegnet sein. Kündete in den Schriften. Möge sie gesegnet sein, kündete in den Schriften der Ordnung an, dass wir nach einer Bitte um ein Zeichen innerhalb von 30 Minuten eine Antwort erhalten würden. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, denn wir haben mit Vorbereitungen für ihre Ankunft bereits begonnen. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Trefft euch mit dem Ritualisten. Unser Bruder Sekra ging mit einigen anderen Schwarms zum Ramska,
um dort das große Reinigungsritual durchzuführen. Seit einigen Tagen ist keiner von ihnen zum Nest zurückgekommen, um Feuerte zu holen. Vermutlich sind ihre Gebete vertieft. Ich würde ja gerne nach ihnen sehen, aber ich muss überprüfen, ob diese Schreiberin die Abschriften meiner letzten Predigt nicht fitscht hat. Könnt ihr nach ihnen sehen? Klar. Ich komme nach, sobald ich... Ach, wer weiß. Huh. I don't trust you. Endlich hat die Ramot unsere Gebiete erhöht. Kaum waren wir hier angekommen, hatten wir mit den Zeremoniell kopflosen Federfisch konnten vielen die Blutmänner wie aus dem Nichts über uns ein. Sicher möchten die Ramotter dadurch prüfen, ob ihre Kinder ruhig sind. Doch keine Sorge, wir halten Stand und setzen unsere Gebiete fort, kommt was soll er. Es beruhigt sich näher noch an. Wenn ihr allerdings die Blutmänner und ihren Anführer ausschalten könntet, wäre das auch ein Segen. Worte der Rabenmutter. Wir kamen hierher, um die Anruf um das Ritual die Rabenmutter zurückzubringen. Wir hatten Teile der alten Schriftrollen an alle verteilt und gerade mit den Ritualbeuteln, als sie von Bluten angegriffen wurden. Der größte Schwarm wurde dabei getötet und die Fragmente der Schriftrollen wurden über das ganze Heimat verstreut. Das Ritual ist gescheitert, aber wir werden nicht zulassen, dass diese Bastarde unser Glauben brechen. Wir müssen unsere Gebete hier vorsetzen und wären euch dankbar, wenn ihr die Fragmente der Schriftrolle für uns wieder bestimmen könnt. Ach ja. Sind echt schwach. Na dann, wollen wir mal. So, der Lehrmeister ist tot. Ne, der Jagdmeister. Jägermeister! Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was mir dann gefallen ist. Ach ja, ich hab mein Tanzmob wieder gefixt. Wir hatten ja eine andere Waffe. Die andere Waffe werde ich wahrscheinlich auch im nächsten Transport, das ich mache, benutzen. Bloß, ich habe jetzt gerade einen Transport und das möchte ich auch gerne so behalten momentan. Wollen wir uns kurz noch das hier. Jetzt sind wir eigentlich hier, 293? Tomb. Bord. Das sind, wenn ich mich recht erinnere, sind das die Vorfahren von den Ogern. Und aus den Ogern sind dann, Orks entstanden. So. So. Wir müssen auch zwei dieser Blutmann-Viecher töten.